Die achte Etappe starten wir in gewohnter Weise am Zielpunkt. Es ist diesmal die Bushaltestelle vor dem Bahnhof in Fallendar. Die Linie 8 bringt uns zum Schloss Sayn, in den gleichnamigen Ort. Das ehemalige Burghaus der Herren von Reifenberg ist mittelalterlichen Ursprungs. 1757 wurde das Anwesen in ein barockes Gebäude umgestaltet. 1848 wurde das Gebäude zu einem neugotischen Schloss umgebaut, nachdem das Schloss 1968 zu einem Denkmal von nationaler kultureller Bedeutung eingestuft wurde, begann man mit den Restaurierungsarbeiten. Seit den Abschlussarbeiten im Sommer 2000 entspricht das Äußere wieder dem ursprünglichen neugotischen Erscheinungsbild. Eine nicht sonderlich anstrengende Etappe, die neben kulturellen Highlights auf der Strecke einen häufigen Wechsel zwischen Wald und offener Landschaft bietet. Obwohl man hier am Rande des belebten Neuwieder Becken wandert, bietet die Etappe, besonders in den drei Seitentäler, Rexbachtal, Wenigerbachtal und Meerbachtal, überraschende Ruhe. Lediglich zu Beginn und aus dem Rexbachtal heraus sind einige Höhenmeter zu bewältigen. Der Startpunkt befindet sich am Schloss Sayn und das Ziel ist der Rathausplatz in Fallendar. Mit 12,5 Kilometer ist es eine relativ kurze Strecke. Somit lag die Wanderzeit knapp unter 4 Stunden. Auf- und Abstieg waren fast identisch. Zur Ausrüstung gehören wie immer am besten Wanderschuhe. Und nicht dieses Hüpfen. Ja, nee, wir wollen es ja nicht verbieten. Aber. Wir starten am Torturm und erreichen über eine Treppe die Schlossterrasse, die in den schwierigen Zeiten ebenfalls verwaist ist. Durch eine kleine Metalltür steigen wir mit Blick auf die Ausläufer des Ortes zur Burg Sayn hinauf. Das erste verfallene Gebäude, auf das wir stoßen, ist das Mittelburghaus aus dem 15. Jahrhundert. Traumfähnchen, Fädchen und Traumpfade. Der Rheinsteig führt noch immer weiter bergan. Durch meterdicke Mauern betreten wir die 800 Jahre alte Stammburganlage der Fürsten Sayn zu Wittgenstein. Normalerweise lädt der Burghof mit dem Restaurant Die Sayn-Burg Gesellschaften zum Feiern ein. Am südlichsten Ende der Burganlage genießt man einen herrlichen Rundblick von den Höhen des Westerwaldes über die Rheinebene bis hinüber zu den Vulkanbergen der Eifel. Die Ruine der Spornburg erhebt sich auf dem etwa 110 Meter langen und 40 Meter breiten Bergrücken des Kehrbergs, eines Ausläufer des Westerwaldes zwischen den zwei Taleinschnitten vom Brexbach und Sayn-Bach. Im nördlichen Bereich der Anlage steht der gut erhaltene, etwa 20 Meter hohe Bergfried, der das Erscheinungsbild der Burg Sayn dominiert. Während die südliche, die westliche und die nördliche Flanke der Burg steil zum Tal hinabfallen, ist der flache Bergrücken auf der östlichen Zugangsseite durch einen künstlich angelegten tiefen und breiten Halsgraben gesichert. Aus Gründen des zusätzlichen Schutzes erhebt sich oberhalb des Grabens eine mächtige Schildmauer, die mit einem Wehrgang versehen war. Wir verlassen die Burganlage durch den eben angesprochenen Halsgraben unterhalb der Schildmauer.
nördlichen Bereich kommen wir zu einer Asphaltstraße, der wir bergan folgen. Nach wenigen Metern müssen wir über ein Tiergitter und gleich danach rechts in einen schmalen Pfad hinein. Auf die Asphaltstraße werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt erneut stoßen. Der Rheinsteig und ein Traumpfad verlaufen nun einige Zeit parallel bergan. Dann verabschiedet sich der Traumpfad ins Tal und wir kommen erneut auf die von der Ruine abgehende Asphaltstraße. Mit den ersten Schweißtropfen auf der Stirn folgen wir dieser Asphaltstraße immer noch weiter aufwärts. Nach langem und mühseligen Aufstieg erreichen wir einen Parkplatz an der L306. Von diesem Parkplatz zweigt der weitere Weg nach rechts in den Wald ab. Durch einen vom Borkenkäfer arg verwüsteten Tannenwald gehen wir im weiten Bogen auf die Oskarhöhe zu. Der schmale Waldpfad stößt dann auf einen Waldweg. Diesem folgen wir nach rechts ins Brexbachtal hinab. Wir gelangen zu einer großen Kreuzung mit Beschilderung und folgen im spitzen Winkel dem abwärts führenden Weg. Nach 600 Meter gelangen wir an eine weitere Wegespinne, an der wir zunächst geradeaus auf einen kleinen Hügel mit Schutzhütte gehen. Von der Oskarhöhe haben wir den ersten Blick ins Brexbachtal und auf die Ausläufer des Ortes Seins sowie die Abtei mit gleichnamigen Namen. Von der Oskarhöhe wieder zurück an der Wegespinne gehen wir nach rechts über einen steilen Hang hinab ins Brexbachtal. Über viele Serpentinen schrauben wir auf kürzester Distanz 100 Höhenmeter herunter. Im Talgrund steht zum einen ein Denkmal von Hans Brok, der der Gründer des Pfadfinderlagers im Brexbachtal war. Zum anderen ein Kreuz, das an einen fahnenflüchtigen Soldaten erinnert, der an dieser Stelle hingerichtet wurde. Wir folgen der Straße in Richtung Viadukt, gehen unter dem ehemaligen Eisenbahnviadukt hindurch und biegen dann nach links über den Brexbach ab. Nun folgt der Aufstieg auf den Pulverberg. Die Höhenmeter, welche vor wenigen Minuten heruntergeschraubt wurden, müssen jetzt über Serpentinen wiedergewonnen werden. We'll be right back.
Über freigelegtes Wurzelwerk geht es immer höher. Nach 50 Höhenmeter kreuzen wir einen Fahrweg und steigen schräg gegenüber weiter. Nach weiteren 60 Höhenmeter, mittlerweile auf 210 Meter über Null, kreuzen wir erneut einen Waldweg. Das am Wegesrand stehende Hinweisschild zeigt uns an, dass es lediglich nur noch 300 Meter bis zum Römerturm sind und wir damit die Bergwertung hinter uns haben. Wir erreichen ein Palisadenmusterstück eines Limes-Grenzzauns und wenige Meter entfernt ein aus Erdreich aufgeschütteter Wall. Abermals einige Meter vom Wall entfernt steht der Nachbau eines Limes-Römerturms. In dem Maße war das ganze Römische Reich östlich des Rheines gesichert. Wer weitere Informationen über den Limes und die Bauweise der Römertürme möchte, kann dies über den unten in der Beschreibung aufgeführten Link erfahren. Hierbei handelt es sich um die 7. Etappe vom Rheinsteig. Bei unserer Pause werden wir für den mühsamen Aufstieg mit einem weiteren schönen Blick ins Brexbachtal über Sein hinweg bis in die Eifel belohnt. Den höchsten Punkt der Wanderung erreicht, geht es fast eben durch ein Waldstück über ein Plateau. Wir stoßen auf weitere Schäden des letzten Sturms. An der gesunden Tanne kann man erkennen, welche Kräfte hinter Sturm Sabine steckte. Die Tanne wurde abgebrochen wie eine Blume. Super Wetter und das erste satte Grün an den Bäumen macht diese Wanderung wunderschön. Aus dem Wald herausgetreten führt unser weiterer Weg an Ackerflächen vorbei zur Waldgaststätte Meisenhof. Auch diese Einkehrmöglichkeit musste wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Nach den wundervoll blühenden Obstbäumen tauchen wir in ein kurzes Waldstück ein und gehen anschließend eine geraume Zeit über freie Ackerflächen. Vor uns der schöne Blick ins Rheintal. Leider bringt die Kamera den Blick nicht so rüber wie in Wirklichkeit. Darum sollte man die Etappe mal selber laufen. Vor der nächsten Schutzhütte zweigt kurz vorher ein schmaler Pfad in den Wald ab, der sich langsam ins Tal senkt. Im Wenigerbachtal stoßen wir auf ein leerstehendes Gebäude am Ortsrand von Bendorf. Im spitzen Winkel folgen wir nun der Rheinsteigbeschilderung.
Es geht an einigem Leerstand an Häusern und Gartenanlagen vorbei, die nicht unbedingt einen gepflegten Eindruck hinterlassen. Vom Wenigerbachtal erreichen wir nach wenigen Schritten über den Großbach das Großbachtal. Wir kreuzen die Asphaltstraße und gehen zwischen zwei Privatgrundstücken hindurch. Hinter den Häusern folgt eine enge, kurze Serpentinenstrecke bergan. Wir kommen ins Freie und folgen dem etwas breiteren Pfad immer noch bergan, auf den sogenannten Galgenberg, nun aber nicht mehr so steil wie zu Beginn. Der Ort des Todes mag oben auf dem höchsten Punkt gewesen sein. Wir verlassen den grausigen Ort und biegen in einem Hohlweg in Richtung Sonnenhof ab. Kurz vor dem Sonnenhof queren wir mit einer Links-Rechts-Kombination die L307. In einem mehrfach wiederholenden Zickzackkurs laufen wir über die Höhen von Waltersburg und gehen auf die A48 zu. Die nächste Straße, die überquert werden muss, ist die K82. Auf der gegenüberliegenden Seite gehen wir rechts versetzt in einen landwirtschaftlichen Weg hinein, der unter der Autobahn in Richtung Trier bzw. Frankfurt hindurchführt. Wir folgen der Asphaltstraße ca. 500 Meter und haben bereits jetzt einen malerischen Blick ins Meerbachtal. Dann leitet uns die Rheinsteigbeschilderung ins Meerbachtal. Seltsamerweise heißt das kleine Bächlein zu Beginn bis in Höhe des Wüstenhofes Wüstenbach, dann aber umgenannt wird in Meerbach, obwohl kein weiterer Zulauf hinzukommt. Talgrund und Kuhweiden bilden eine traumhafte Idylle und so wandern wir talwärts auf die Schatzmühle zu. Die Mühle muss man nach rechts hin umgehen, um anschließend von vorne auf die Mühle zuzulaufen. Kurz vor dem Metalltor werden wir zum Gasthof Wüstenhof hinaufgeleitet.
Hier sollte man normalerweise eine Rast einlegen. Nicht nur wegen dem schönen Rheinblick von der Terrasse aus, sondern auch, weil hier Johann Wolfgang von Goethe von der Muse geküsst und 1774 das Gedicht vom Heiderößlein geschrieben haben soll. Aber es ist wie überall auf den letzten Etappen, die Einkehrmöglichkeiten sind geschlossen. Johann Wolfgang von Goethe hingegen hat man hier ein Denkmal gesetzt. Wir verlassen die Gedenksäule und wandern in Richtung Ortsrand von Fallendar. Bei den ersten Häusern geht es weiter hinab ins Meerbachtal. An der Schutzhütte vorbei und kurz vor dem Bach, das mittlerweile der Meerbach ist, gehen wir links auf den Ort Fallendar zu. Oberhalb der Minigolfanlage geht es in die Straße Obere Meerbach sowie an der Pfarrkirche St. Marcellinus und Petrus vorbei. Hier werfen wir einen Blick hinein. Die alte Kirche war gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu klein und baufällig geworden. Seit 1792 plante der Pfarrer zusammen mit dem Oberbürgermeister einen Neubau. Planung und Finanzierung zogen sich über 10 Jahre hin. Als Baumeister wurde 1821 der königliche Bauinspektor Johann Claudius von Lassaulix verpflichtet. Die Weihe der neuen Kirche durch den Weihbischof Dr. Günther fand am 19. September 1841 statt. Sie gilt als einer der bedeutendsten und größten Kirchenbauten des 19. Jahrhunderts am Rhein. Von der Pfarrkirche sind es nur noch wenige Meter bis zum Rathausplatz. Wir erreichen den Rathausplatz mit den wunderschönen Fachwerkhäusern. Die Traube aus dem Jahre 1647 ist das größte Fachwerkhaus am Platz. Das Bürgermeisterhaus ist das Fachwerkhaus mit den schönsten Schnitzereien. Vom Rathausplatz gehen wir durch die leere Geschäftsstraße Richtung B42. Wir folgen der Hauptverkehrsstraße nur wenige Meter nach rechts zur Unterführung. Durch die erste Unterführung kommen wir auf die andere Seite zum Bahnhof. Und die zweite Unterführung bringt uns auf den Parkplatz hinter dem Bahnhof. Das Fazit: eine abwechslungsreiche Etappe mit vielen Highlights, grandiosen Aussichten bis in die Eifel hinein, idyllische Täler und super Wetter. Der einzige Wermutstropfen waren die geschlossenen Einkehrmöglichkeiten auf der Etappe.